Und damit, okay, hey, yo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau. Beim letzten Mal sind wir in diesen Baum reingegangen, beziehungsweise haben wir überhaupt Welt 4 betreten, sind dann in den Baum rein, zurück in den Geist und dann haben wir hier gekämpft und jetzt sind wir hier und gucken uns Bilder an. Sabine hat den Einlaufsong für den Strahlestrandstreiter bei den galaktischen Wrestlingmeisterschaften im Galactomania live gesungen. Einer von vielen erfolglosen Comeback-Versuchen. Aber ihr Sonnenuntergangs-Pfahlrammen-Move ist unschlagbar. Sieht krass aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sabine gewann eine ganz neue Da ist Phantom. Dazu, als sie beim jährlichen Galactovision Song Contest als Moderatorin auf. Leider war das Phantom ihr Co-Moderator. Die beiden versuchten so lange, sich gegenseitig auszustechen, bis sie heißer wurden. Phantom, wer Mario & Rabbids 1 nicht gesehen hat, go and watch. Krass, das ist mein Lieblings-Easter Egg bisher, weil Phantom bzw. Tom Phan auch actually mein favorite Character ist. Aus dem gesamten Spiel, muss ich sagen, ist er halt wirklich der krasseste Kampf von allen gewesen. Zass? Nee. Immunitätszauber erhalten. In letzter Zeit sind Charaktere ein bisschen buggy. Das ist Zass hier. Nein. Typisch, ich bin schon fast in der Baumkrone und vergesse, warum ich eigentlich da hoch wollte. Lost nennt man das, Kollege, Lost. So, für uns geht's auch hier weiter. Keine Ahnung, wo es jetzt für uns weitergeht, weil das hier schon krass aussieht. Okay. ja, keine Ahnung. Aber wir können uns... Nee, ich gucke mir jetzt nicht die ganze Zeit Bilder an, Mann. Da kommen wir nicht hoch, weil Honig. Hier kommen wir durch. Hier drin ist nichts, außer der Typ, der mit uns reden möchte. Aber wir kommen hier hoch. Wowie! Die Frage ist, das jetzt der richtige Weg? Oder nicht. Also es geht nach hier oben weiter. Es geht halt aber auch nach hier unten. Keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Hier unten gibt es auf jeden Fall einen Waffenskin und einen Kampf. Das ist sowas, was wir dann im Stream machen könnten. An der Stelle. Und hier ist eine Abkürzung und ich glaube, das heißt, dass wir hier richtiger sind als bei dem Typen hier. Der hätte uns noch eine Erinnerung gegeben. Aber wie gesagt, Guys, wir machen das alles dann später. Weil es zeitlich sonst echt langweilig wird und langatmig. Wir streamen nämlich die Enten, also in Anführungszeichen. Die Enten vor allen Dingen. Wir streamen die 100% in 2, 3, 4 Streams durch und gucken dann, was sich halt ergibt. Das ist schon mal nicht schlecht. Diese Partikel, sie sind so weird. Ich weiß auch nicht so ganz, was die sollen. Also schaut mal, wie das Spiel anfängt zu laggen, wenn die on screen sind. Jetzt sind sie doppelt on screen. Hier, so, jetzt sind die Partikel weg. Und jetzt spawnen sie wieder. Ich weiß auch nicht so ganz, was das ist. Oh, auf jeden Fall sehr unangenehm. Wir bekommen eine Planetenmünze und ein bisschen davon. Wo schießt uns denn das hier hin? Kann man dem trauen? Oh, ja, kann man. Gut, dann steppen wir doch mal hier hinein. Scheinbar gibt es keine Story dazu. Deswegen, ja, let's go. Was war die Aufgabe? Besiege 7 Gegner. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Bowser muss eine richtig schöne Landung hier hinlegen. Gut, schon mal den Damage rausholen. Wichtig.
Wunderbar. Die Hoffnung ist da. Aber ich glaube, es werden viele Crits. Oh, das ist nicht gut. Aber wir können ja noch mit ihr hier hin den Dash rausholen und zurückspringen. Vielleicht wäre durch die Röhre besser gewesen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal egal. Ja, wir stehen sehr günstig. Hier können wir noch einen Hit rausholen. Wunderbärchen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wobei das hier schon echt, echt strong ist. Für den Anfang zumindest. Doch. Warum nicht? Die sind auch krass. Die sind auch krass. Die können sogar durch Röhren durch. Sieh mal einer an. Der wird auf jeden Fall aus dem Leben gezündet gleich. Wenn er sie wieder anlockt, so wie beim letzten Mal. Das war schon stupid. Der hat die zu sich angelockt und die sind halt in ihm explodiert, alle vier. Das war eine Lost-Aktion von ihm. Muss ich an der Stelle mal ganz, ganz ehrlich sagen. Ich gebe den Zug mal ab und guck, was der Tag so bringt. Überlebt er? Überlebt er, okay. Da ist ein Weg nach unten, wo er lang kann. Und er wird wahrscheinlich auf... Also... Jetzt weiß ich aber immerhin, von wem dieser Angriff kommt. Der hat gerade eine Ulti gezündet. Was bedeutet, wir können jetzt unsere Waffe nicht benutzen, weil unsere Hände schmierig sind. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. Was halt jetzt erstmal nicht ganz so nice ist. Aber wir können ihn zweimal dashen. Und natürlich, weil wir sind ja krass, können wir den Windstoß machen. Der ja, wie bekanntlich, gegen die sehr, sehr effektiv ist. Damit gibt es auch ganz guten Damage. Oh, Bowser hat auch den Effekt. Ach, das ist nicht gut. Ist jetzt nur Rabbit Rosalina. Ja, aber dann geht Rabbit Rosalina auf jeden Fall dahin. Dasht unsere netten Kollegen hier weg. Und ratatatatat ihn auch noch aus dem Leben heraus. Wunderbar. Und Bowser ist halt auch da. Bowser könnte... Ja, Bowser, du bleibst erstmal so. Dass hier nichts weiter passieren kann. Wobei, es sind nur noch drei Gegner. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann sind zwei davon die Großen. Deswegen es keine Fernangriffe geben wird. Heißt, ich gebe den Zug ganz entspannt ab. Habe ich recht? Ja, wunderbar. Ja, vielleicht auch nicht ganz so wunderbar. Boah, das ist fies. Ich will das ganz, ganz schlau angehen. Ja. Das ist wichtig, dass die beide schon mal weg sind, beziehungsweise dass wir beide treffen damit. Er kriegt halt so einen schönen da rein. Wir hätten vorher den Luma aktivieren sollen, der uns stärker macht. Aber weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hätte. Schön die Crits, schön die Crits. Alles an Damage rausholen, was geht. Die sind halt unempfindlich da gegenüber, gell? Aber er ist auf jeden Fall down. Das macht halt auch so unfassbar viel Damage.
Das ist halt krass. So. Weil wir hätten auch die Robo-Coopers machen können, gell? Und der da hinten, der kommt ja nicht mal bis zu uns. Nimm das. Zack, zack. Easy win für uns. Das ist doch ganz entspannt, muss ich sagen. Da freue ich mich. Bisschen Sternteile mitgenommen. Ach, ist das entspannt. Und es geht direkt weiter. Nächste Midway-Flagge oder wie auch immer man das jetzt nennt, das ist unwichtig. Gibt's hier Leckeres? Eine Treppe nach unten. Ich sehe einen leicht stärkeren Gegner. Leicht stärker? Ne, der ist unter unserem Dings. Für einen grünen Ring. Kann man nochmal drüber nachdenken nach dem Boss. Jetzt erstmal nicht. Geht es erstmal hier hin. Und da ist die Sumsum-Biene. Immerblütenbaums? Ach, Honey. Es tut mir so leid, Honey. Die trockene Luft kratzt in meinem Hals. Ich, Sabine, die Wächterin. Wenn du die Wächterin bist, weißt du sicher auch, wo wir die Finsterzeit finden, die Terra Flora befallen hat. Speisspitze. Die Speisspitze ist versiegt. Unsere Blumen blühen nicht mehr und ihre Stimme klingt erstickt, so wie meine. Wisst ihr, es ist schwer, Gefühle auszudrücken. Die Leute brauchen Blumen, um zu sagen, was sie nicht sagen können. Einfach so, Bouquets, warum so sauer... Sträuße, vergiss mein Nichts. Sie zu binden ist unsere Berufung. Mein Süßer. Niesel, mein Süßer, diese Helden haben sich würdig erwiesen, da sie mich gefunden haben. Es wird Zeit. Ja, Sabine, ich meine, ja, meine Königin. Schallkräfte aufgewertet. Jetzt weiß ich, warum du ihn Niesel nennst. Er hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt. Niesel. Versorgt die Ranken, die euch zum Bahnhof führen. Von dort aus gelangt ihr zur Speisspitze. Bitte rettet unsere Blumen. Ohne die lieblichen Anblick wird da in der gesamten Galaxie Trübsinn sprießen. Sind wir damit jetzt durch? Wunderbar. Beepos Wellenkraft wurde aufgewertet. Du hast jetzt auch Einfluss auf die Vegetation. Drücke mehrmals ZR, um sie zu benutzen. Das heißt, wir können jetzt Bäume bauen. Cool? I guess. But I don't know. Oh, wir müssen hier ballern. Okay. Und dadurch gibt es hier für uns einen spannenden Weg. Was macht ihr da? Der große Kowalczynski. Kein anderer hat je seine Liebe zur Musik und das unkontrollierte Hüpfen. Das sind Notenblöcke. So effektiv kombiniert wie er. Jetzt ist er im Münzenhimmel. Oh, er ist, glaube ich, nicht mehr so da. Das hier sieht doch nice aus. Machen wir doch direkt den nächsten Kampf. Ganz entspannt, wir gehen das ganz entspannt an. Eher eine ruhige Folge. Vielleicht mehr so entspannt. Warum sieht das braun in der Kamera? Sieht aus, als wäre das braun. Das ist schwarz. Das ist genauso wie der Rest hier. Skurril. So. Über Hindernisse zum Sieg. Fried. Ja, aber da das nur ein Capture-Gebiet ist. Ist das dann nicht dadurch komplett entspannt?
Wieso kann ich hier kein Team... Wieso kann ich keinen Teamsprung mit ihr machen? Das ist sus. Oder geht's einfach nicht mit Bowser? Kuriel? Ich sag's wie es ist, ich glaube, das Game ist ein bisschen buggy. Aber nun gut, das kann passieren. Wir müssen... Ja, sind auf dem richtigen Weg. Hier wird komplett reingeballert. Weil wir machen hier so gut Damage. Das ist nicht gut. Ich muss mich, glaube ich, so hinstellen. Ja. Und dann treffen wir auch. Dieses komische Wasserding zu treffen. Ist das Wasser überhaupt? Keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich glaube, Sprung oder so. Nicht so nice, das jetzt zu hitten. Aber er hier. Er kriegt das. Wie siehst du denn aus? Ja, es ist okay. Ich sag dazu gar nichts. Zu mild. Es sind keine Gegner in der Reichweite. Aber von denen hier kann man nie genug haben, so. Also das ist schon gut. Auch wenn das immer ewig dauert, bis sie zu ihrem Ziel kommen. Sie sind zumindest auf dem Weg. Oh, oh, oh. Böse, 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 böse. Oh, oh, oh. Not so good. Feuerschaden scheint gegen ihn tatsächlich effektiv zu sein. Ja, davon gibt's sogar noch. Yikes. Wer hat am meisten Leben? Bowser. Ich meine natürlich Rabbit Pete. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist oder nicht. Zumindest ist es teils empfindlich. Ich feier das gar nicht. Ah, hier trifft er mich sowieso nicht, ja. Das. Wieso treffe ich hier nicht? Hä? Also das ist weird. Das ist buggy. Aber jetzt können wir schön die Aero-Klinge reinzünden. Und Bowser ist halt auch noch da. Das scheint effektiv zu sein, sehe ich das richtig? Zumindest macht es ganz guten Damage. Ist der Radius größer? Ja, warum nicht? Weil er dann da unten ist dann festgesetzt und wird auf jeden Fall noch von den Dingern mitgenommen. Oh, yes. Das war krass. Das war smart. Ich stehe sehr offen, ich weiß. Das kann sich jetzt negativ auswirken. Kann sich aber theoretisch auch gut auswirken. Also es kommt halt drauf an, wie man es nimmt. Deswegen mal schauen. Ja, eben deswegen. Genau.
Ich will noch keinen Win mitnehmen. Ich will actually noch ein bisschen Damage machen. Ihr wisst Bescheid. So, mit Rabbit Rosalina kann ich auch noch da reinböllern. Loser. Wichtig. Und... vielleicht bringt ja was zu dashen. Ja. Waren das alle Gegner? Weil dann würde ich jetzt ins Ziel fliegen. Okay. Ich hab gewonnen. Ist das gut so? Okay, ich mach dann weiter. Stufenaufstieg. Yes. Das fühlt sich super an. Sind wir ein bisschen stärker? Können wir die Sparks mehr leveln? Das wäre auch krass. Auf jeden Fall gibt es ein bisschen Lecker dafür hier. Wir kommen hier hoch. Was nennt man Buggy? Waren wir hier nicht schon? Nee, nicht Fische. Fühle ich gar nicht jetzt. Gibt's hier oben noch eine Abkürzung? Warum nicht herunterlassen? Umso mehr Wege wir haben, umso besser ist es, nachher hier durchzukommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in Anführungszeichen storytechnisch weiter. Und laufen. Von wo kamen wir? Wir kamen von da. Ich glaube, wir müssen dann hier weiter. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen hier raus. Checkpoint wieder mitnehmen. Genau, die Leiter haben wir jetzt. Ah, ist das schön. Das ist dann nachher angenehm, wenn wir die 100% noch holen. Ich will auf jeden Fall das Spiel zu 100%. Ich weiß nicht, wie schwer oder wie einfach das ist. Aber ich strebe sie an. Außer das Spiel crasht jetzt. Hallo? Das Spiel hat lange Ladezeiten. Das ist nicht so schlimm. So. Wir können jetzt durch unsere magischen Schreie Brücken erschaffen. Ist das nicht schön? Das ist, glaube ich, auch erstmal nicht falsch. Ich glaube schon, dass das so gewollt ist. Ich glaube, ich verstehe. Vielleicht verstehe ich auch nicht. Doch, ich verstehe. Nee, halt, ich komme hier ja gar nicht hoch. Hä? Ist es überhaupt so möglich, wie ich mir das vorstelle? Nee, hä, bitte was? Was hat uns das hier eigentlich gebracht? Gar nicht. Ah, doch, doch, das Ding. Ich bin maximal verwirrt, weil das macht für mich ja gar keinen Sinn. Ich kann hier rüber. Ich kann das hier verschieben, aber ich komme ja da nicht da hoch, egal wie. Okay, das gucke ich mir dann halt wann anders nochmal an. Aber das macht halt für mich überhaupt keinen Sinn gerade. Das ist gut. Okay, ich würde sagen, wir steppen erstmal hier so Stück für Stück und aktivieren diese ganzen Pflanzenbrücken. Kommen hier weiter. Das sieht für mich aber alles mehr nach Rätsel als nach anderen Sachen aus.
Okay, das hier ist wieder dafür, da irgendwas zu transportieren, glaube ich. Ist hier hinten gar nichts. Wieso sind die Dinge so weird jetzt auf einmal? Oh, Lost, ja, Lost, okay. Ich kann ja jetzt hier runtergehen. Ja, Lost. Okay, Lost, Lost, Lost. Ja, hätte man wissen müssen, warte. Viel entspannter das Ganze so. Dankeschön, dass wir hier durch dürfen. Dann hätte ich gerne das Ei, das nehme ich und throw es auf diesen Kollegen hier. Er gibt uns das Dry Egg. Das legen wir hier hin. Das schieben wir nach oben. Das war falsch. Wir gehen hoch, wir machen wieder dasselbe wie gerade eben. Gehen hier wieder runter, schieben das hier rüber. Als hätte ich das Game 10 Jahre meines Lebens studiert. Ist das nicht krass? Außer du bist voll im Weg. Jetzt können wir das hier rüber schicken. Wir kommen hier. Oh mein Gott, krass. Einmal bitte jetzt Clapping Hands in die Kommentare. Für meine fabelhafte Leistung hier. In der wir eine Erinnerung bekommen. Und wieder Ultra-Buggy-Partikel. Oh, eine Planetenmünze. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Ach, das sind nur so Side-Quests. So, als nächstes wäre dann hier vorne angesagt. Bei ihm. Ganz genau. Juhu. Und hier gibt's auch einen sehr entspannten Checkpoint. Checkpoints gibt es in der Welt echt viele. Das macht mir Angst, weil das könnte heißen, dass die Welt sehr groß ist. Wo geht es denn jetzt weiter? Hier gar nicht, scheinbar. Hier rechts brauchen wir so ein Ding. Du hast auch noch eine Aufgabe für uns. Ich habe so viele Gartenarbeit zu erledigen, aber ich kann nicht wegen den Schleimern. 3 Stück besiegen. Und wir würden dafür eine Planetencoin erhalten. Ich glaube, sowas mache ich off-cam. Also ich glaube, das interessiert halt niemanden. Ist das Rabattbot? Nee, ist es nicht. Das ist eine mobile Reklame für Terraflora Superinfusion. Den meistverkauften Negativitätsreiniger und Reichtumsanhäufungstee. Ah ja. Ich bin mir nicht sicher, dass es der einzige Tee ist, der auf Terraflora verkauft wird. Aber ich habe gehört, dass er die unterbewussten mentalen Blockaden löst, die Haarausfall verursachen. Das ist gut. Glaube ich. Hier ist auch noch ein Weg. Damit kommen wir hier hin und das bringt uns das hier. Ah, ob ich darüber. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir haben uns gerade einen Weg geschaffen vom Anfang hierher. Und hier kann man noch spinnen. Wunderbar. Lecker schmeckertastisch hier. Es gibt Blumen. Hä? Wenn es für alle Blumen so ein Item gibt, dann schüttel ich die jetzt die ganze Zeit. Okay, vielleicht auch nicht. Hier kommen wir erst weiter, wenn wir das Auge weggemacht haben. Da vorne ist auch noch ein Checkpoint. Ich glaube, da hinten spielt sich dann der Boss der Welt ab. Wie auch immer. Haben wir hier schon geschüttelt? Nein, scheinbar nicht. Hier befindet sich noch einer dieser Schleimer. Aber mit denen lege ich mich jetzt vorerst nicht an. Das hier sieht storytechnisch relevant aus. Nee, ist es aber nicht. Okay. Was ist denn storytechnisch relevant? Erreiche den Hauptbahnhof. Mit dir will ich mich gar nicht anlegen.
Du siehst mich gar nicht. Ach Mann, was ist das denn schon wieder?